Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Dieser Date Video auf meinem Kanal. Wie ihr seht, ich bin nicht zu Hause, sondern im Urlaub auf Mallorca. Und was macht dieser Date am ersten Tag seines Urlaubs? Klar, er mietet sich ein Elektroauto, um damit ein Video zu drehen. Und zwar den Fiat 500e Icon heißt der. Und der Fiat 500e ist Deutschlands meistverkauftes Elektroauto im ersten Halbjahr 2022 gewesen. Deswegen habe ich gedacht, diese Gelegenheit kann ich mir nicht entgehen lassen. Obwohl die mich einer Mietwagenstation eindringlich gewarnt haben, das hätte zu wenig Reichweite, ob ich überhaupt wüsste, wie man sowas lädt und man bräuchte dafür eine Ladekarte und so weiter. Ich habe gesagt, ich kenne mich aus und ich versuche es mal. Das Ding, so wie es da steht, hat eine relativ sparsame Ausstattung. Ich kann deswegen nicht genau sagen, was der in Deutschland kosten würde. Der kostet aktuell neu so um die 35.000 Euro. Dieses Teil hat 42 Kilowattstunden Kapazität und die Reichweite wird mit 320 Kilometern angegeben. Als ich es bekommen habe, hatte es 100% geladen und die Reichweite war bei 240 Kilometern. Das liegt wahrscheinlich daran, wie man hier auf diese Insel fährt. Ich werde versuchen, möglichst viele von den Tests zu machen. Oscar-Test geht natürlich nicht, Oscar ist nicht dabei. Und was ich auch schon sagen kann, was nicht gehen wird, ist der Top-Speed-Test. Fiat 500e fährt 150 Stundenkilometer schnell. Auf Mallorca darf man aber höchstens 120. Also das will ich dann auch nicht riskieren. Ja, meine Abilu-Box habe ich auch noch dabei. Vielleicht kann ich noch ein paar Ladetests machen. Das wird wahrscheinlich das Spannendste hier. Es gibt hier ein paar Schnelllader, aber maximal 50 kW. Ich habe die Befürchtung, dass man, wenn dieses Ding mal leer ist, ganz schön lange da rumsteht. Auch das werdet ihr in diesem Video sehen. Ich wünsche euch viel Spaß dabei. Nehmt euch mit in meinen Urlaub. Vielleicht schneide ich nicht ganz so viel. Dann seht ihr mal, wie sowas ungeschnitten aussieht, damit ich nicht noch 2 Tage von meinem Urlaub am Schnittplatz verbringe. Also jetzt mal von innen betrachtet, Stoffe und haltbare Kunststoffteile. Ein übersichtliches Lenkrad mit Tempomat und dem Menü. Dann haben wir hier den Hauptbildschirm, da ist das Navigationssystem drauf, da kann man Dinge einstellen vom Auto, dann hat man CarPlay, die Musik und Radio kann man auswählen. Dann haben wir hier ein zweites, kleineres Display hinterm Lenkrad. Da sehe ich gerade, dass ich noch 47% Akkustand habe. Das heißt, 112 Kilometer wird er mir da noch geben. In der Mitte habe ich ein großes Display, kann ich aber auch hier verändern, dass es dann ein bisschen zur Seite rückt und ich andere Sachen, zum Beispiel auch das Navi in der Mitte sehen kann. Dann habe ich die Assistenzsysteme. Das ist relativ einfach ausgestattet. Es gibt bei diesem Modell tatsächlich keine Kamera. Ich habe festgestellt, dass es ziemlich schwierig ist, wenn man das gewöhnt ist. Ich zeige euch ja nachher hinten nicht von mir einige Beulen und Kratzer, die andere reingefahren haben. Ja, obwohl das Ding klein ist. Ja, man ist gewohnt, dass es piepst und dass man Rückwärtskameras hat. Dieses Modell hat das nicht. Es hat einen Tempomat. Ich habe nicht herausgefunden, dass es einen Abstandhalter hätte. Und es hat einen Spurhalteassistenten. Ein bisschen gewöhnungsbedürftig ist hier der Start-Stopp-Knopf. Ich bin ja sowieso schon kein Freund von Start-Stopp-Knöpfen, weil wenn ich drin bin und auf Drive-Modus gehe, dann möchte ich losfahren. Aber hier muss man erst einmal Start-Stopp drücken, also einmal starten. Dann wacht er auf. Und dann muss ich aber nochmal auf Start gehen und dabei das Bremspedal treten. Und dann ist das Fahrzeug fahrbereit. Dann kann ich hier einen Gang einlegen, den Drive-Mode oder den Rückfahrmode oder den Neutral-Mode oder den Park-Mode. Das sind hier diese 4 Schalter. Nett und sehr analog ist die Klimaanlage. Da kommt man sofort zurecht. Heiß-Warm kann man so einstellen. AC an, AC aus, Lüftung, leiser und lauter, also aktiver oder weniger aktiv. Genau. Hier in der Mittelkonsole, sehr übersichtlich, haben wir einerseits den Schalter, in dem wir die Drive-Modes einschalten können. Wir haben einen Standard-Mode, der heißt hier Normal, einen Range-Mode, der hat dann richtig starke Rekuperation, wenn man vom Gas geht, dann hat man schon relativ abruptes Bremsen und einen sogenannten Sherpa-Mode, ich vermute, das ist so ein bisschen der Wasserträger-Modus, in dem man nicht besonders viel Leistung hat, aber dafür besonders weit kommt. Ich bin hier immer im Range-Mode gefahren, da haben wir eine Feststellbremse, die man hier lösen kann und die sich aber von alleine schließt, wenn man stehen bleibt. Und hier noch ein Rad, mit dem ich die Lautstärke vom Radio anmachen kann und das Radio stoppen kann. Dann hier noch ein Getränkehalter und ein USB-C und ein USB-Anschluss, eine 12-Volt-Buchse und in der Armlehne noch ein bisschen Platz. So, das war's. Handschuhfach gibt's auch. Und ja, eigentlich übersichtlich. So richtig so ein Auto, wo man denkt, da ist alles dran, was dran sein muss und auch nicht zu viel von allem. Und es funktioniert alles soweit solide und nicht besonders luxuriös. Genau. Und damit hat es auch Spaß gemacht, rumzufahren, aber das erzähle ich euch gleich.
natürlich. Also es sind 9 Sekunden, glaube ich. Den Kofferraum und den Oscar-Test können wir, glaube ich, relativ schnell abhaken bei diesem Auto. Nebenbei, es ist saumäßig dreckig, liegt nicht an mir, liegt an Mallorca und der Autovermietung. Man findet eigentlich relativ rasch den Knopf zum Aufmachen und hat den Blick auf einen wunderbaren Kofferraum mit Hutablage. Genial. Ein Warndreieck, ein Kabel, da unten ist noch so eine Art Juicebox und ein Wagenheber. Und in diesem Zustand hätten wir so ungefähr 50 cm in meinen schönen Händen in der Tiefe und in der Breite 92 innen und am Einstieg 66 unten, 70 hier. Okay, mal gucken, was kann man damit anstellen. Das kann man wegmachen, die kann man umklappen. Übrigens, das ist der Schlüssel, schön zum Drücken. Es gibt aber auch Apps und alles, also oder dass man hingeht und das Ding geht automatisch auf. Also das ist gar nicht so unmodern, wie es hier aussieht. Lassen wir es uns kurz machen. E-Piano passt hier nicht rein, ist aber auch ein Fiat 500e. Ich schaue mal noch kurz, wie man auf der Rückbank sitzt. Eine Sache, das finde ich so ein bisschen mittelmäßig gut. Wenn man hier jemanden auf die Rückbank einsteigen lassen will, muss man ja hier das hochziehen und dann kommt einem dieses Ding entgegengeschossen oder man kriegt es gar nicht weg. So, dann schaue ich mal, ob ich da hinten noch Platz habe, hinter dem Fahrersitz. Das wäre jetzt sozusagen der dieser Dad-Test. Okay, so. Oscar-Test brauchen wir hier nicht machen, ist keine Frage. Es ist aber auch kein Familienvan, sondern ein Fiat 500e. Ich würde mal sagen, dass es hier nur 2 Sitze gibt und nicht 3, ist irgendwie vernünftig, weil ich kriege meinen Hintern hier schon kaum zwischen den Anschnallgurt und den Clip da unten. Die Füße müssen natürlich auseinander, also die Beine, Füße sagt man im Süddeutschen, müssen auseinander, damit ich da hinpasse. Und mit dem Kopf ist hier Ende, das heißt, ich brauche eigentlich keine Kopfstütze, weil da komme ich sowieso nicht dran. Immerhin, es gibt hier ein Clickfix-System, sodass man einen Kindersitz hinten gut hinmachen kann. Und da, denke ich, ist eigentlich auch der Sinn der Sache. 2 Kinder im Kindersitz. Es gibt auch keine eigene Klimaanlageneinstellung oder so irgendwas. Es gibt 2 Lautsprecher für die Beschallung. Und ansonsten für sehr kleine Menschen und Kinder auf jeden Fall geeignet, ist wie gesagt eher das Auto, in dem der Vater oder die Mutter mit dem Kind oder den 2 Kindern zum Einkaufen oder zur Oma oder zum Opa fährt und vielleicht noch ein paar Sachen hinten mitnimmt und dafür ist es super geeignet. Was macht man nicht alles im Urlaub? An der traditionellen Stelle gibt es einen Knopf, um den Frunk oder was auch immer sich hier verbirgt zu öffnen und ich bin wirklich gespannt, was da jetzt drin ist. Ah, gelb. Manchmal muss man nur gucken. Ja, ja, ich lerne dazu. Okay. Das erinnert mich jetzt ehrlich gesagt an ein ganz normales Verbrennerauto. Interessant. Wenn ich jetzt was von Autos verstünde, könnte ich euch sagen, was was ist. Das hier ist die Batterie. Dann gibt es Kühlflüssigkeit. Nein, es kann doch keine Kühlflüssigkeit geben. Es muss Wischwasser geben. Es kann... Das ist hier. Es gibt bestimmt ein paar Mechatroniker unter euch. Schreibt mir in die Kommentare, was ich hier sehe, okay? Ich mache euch noch eine Großaufnahme davon. Machen wir dazu. Was es aber gibt, ist eine Ladeklappe mit 2 Abdeckungen für die AC- und DC-Beladung. Es soll im AC-Modus bis 11 kW gehen und im DC-Modus, glaube ich, bis 120, nee, bis 85. Das werde ich allerdings auf Mallorca auch nicht ausprobieren können, weil ich habe keine Ladestation hier gefunden, die mehr als 50 kW kann. Kein Tankstutzen weit und breit. Ich glaube, es ist schon ein Elektroauto. Uff, Auto lädt brav. Einen Moment haben wir geschwitzt und das lag nicht nur an der Hitze, sondern es lag daran, dass wir jetzt eigentlich noch mit 7% unterwegs waren. Aber plötzlich blinkte ein Batteriesymbol und beim Nachschlagen ergab sich, dass das die 12-Volt-Batterie sei, die sich dann irgendwann entlädt und nicht mehr alle Systeme sind verfügbar und solcherlei. Dann bin ich hier gut angekommen und habe dann aber 5 Anläufe gebraucht, bis es wirklich geladen hat. Und erst hat sich diese weiße Verkleidung da gelöst beim Rausziehen des Steckers. Dann ging das Ding in den Wartungsmodus und da wurde ich etwas unruhig, weil so viele Ladestationen gibt es halt dann doch nicht hier auf der Insel. Aber jetzt sind wir bei 21%. Sieht gut aus, wir können uns beruhigen. So, 1:25 später und wir haben 92% geladen. Ich hoffe, dass jetzt auch alles wieder funktioniert. 92% und 276
Kilometer Reichweite. Das hört sich doch gut an. Heute ist der 7. Tag, an dem ich in diesem Auto fahre und es ist Zeit für einen kleinen Fahrbericht. Ich habe großen Spaß mit dem Auto. Es fährt natürlich super wendig. Es hat, glaube ich, einen Wendekreis von gut 9 Metern. Schöner kleiner Wendekreis, klein und wendig, macht natürlich viel Spaß. Und man kommt hier natürlich auf Mallorca perfekt die ganzen Serpentinen hoch. Es ist schön schmal, was sehr zum Vorteil ist, weil hier oft mal Gegenverkehr auf sehr schmalen Strecken ist. Ein paar Sachen, die mich nerven so auf die Dauer, ist, dass es ein leichtes Geräusch gibt beim Fahren vom Motor vermutlich oder der Batterie, so ein leichtes Sirren. Die Assistenzsysteme, sagen wir mal, Tempomat funktioniert gut. Spurhaltesystem ist aus meiner Sicht praktisch nicht zu gebrauchen. Der hat mich höchstens mal auf die falsche Straßenseite gezogen. Und wenn es darauf ankommt oder in Kurven, ist er sowieso nicht aktiv. Also den braucht man jetzt nicht. Was auf jeden Fall mal funktioniert, sind Notbremsungen und solche Sachen. Also da, die habe ich auch schon ausprobiert. Da ist er eher hysterisch, ein bisschen wie der Tesla auch und warnt sehr stark. Es gibt eine Sache, die ich nachteilig fand. Vielleicht ist das Auto wirklich für sehr kleine Leute eher gedacht oder für eher kleine Leute, weil dieser mittlere Bereich mit dem Spiegel und dieser Halbinsel da oben, der verdeckt mir doch oftmals die Sicht, gerade wenn es um Kurven geht oder den Berg hoch. Dann musste ich irgendwie schauen, wie kriege ich jetzt die Straße noch in den Blick. Das fand ich ein bisschen mühsam. Ansonsten ist dieses Auto perfekt geeignet für die Notwendigkeiten hier auf Mallorca. Wie gesagt, Wendigkeit, aber auch bis 120 Kilometer überhaupt kein Problem. Also lief wie Butter, beschleunigt sich eigentlich absolut ausreichend. Und man hat nie das Gefühl, irgendwie hier ein Hindernis zu sein. Ich denke, das ist wirklich ein Auto für Stadtverkehr, Überlandfahrten und Pendelverkehr. Und dafür kriegt man dann auch noch sogar hinten was rein. Wir suchen uns jetzt noch ein schönes Plätzchen für ein Fazit. Und dann wird es wahrscheinlich Zeit, den schönen Fiat 500e auch wieder zurückzugeben. Mein Test insgesamt würde ich sagen gelungen. Ich würde es wieder machen. Es gab nur wenige Momente, zum Beispiel als wir mit 7% und einer blinkenden Batterie zum Lader gefahren sind. Da war mir ein bisschen mulmig. Auf der anderen Seite würde ich das normalerweise auch nicht machen. Das habe ich nur für euch gemacht, um zu zeigen, wie man lädt. Insgesamt gibt es genügend Ladestationen hier. Ich musste dreimal laden insgesamt und der Verbrauch. Also wenn man in den Bergen unterwegs war, war er mal bei 22 Kilowattstunden auf 100. Normalerweise so um die 11, 12 und im Schnitt auch um die 11,9, 12, wenn ich das richtig sehe, Kilowattstunden auf 100. Damit kommt man 270 Kilometer weit, also eigentlich prima. Ich konnte mit meiner Avilu-Box ein bisschen auch aufzeichnen. Man sieht also bei den 50 Kilowatt Ladern, dass es recht schnell hochgeht auf 43 Kilowatt und dann nach 40-50% dann doch kontinuierlich abbaut. Auf 80% kommt man innerhalb von einer halben, dreiviertel Stunde. Das ist jetzt nicht wahnsinnig schnell, aber hier hat man ja vielleicht auch Zeit und kann dann auch einfach mal einen Kaffee trinken gehen oder sich ein bisschen hinsetzen und schön das Meer anschauen. Apropos Avilu Box, kleiner Werbeblock. Wenn ihr Lust habt, eure Batterie von eurem Elektroauto mal zu testen, wie viel davon noch übrig ist von der Kapazität, dann gibt es den Avilu Batterietest, den ihr unten mit meinem Affiliate-Link bestellen könnt. Im Stadtverkehr, auf einer Urlaubsinsel wie dieser hier, oder auch auf Landstraßen ist das ein super Auto. Hat mir großen Spaß gemacht. Ich würde mal sagen, es ist kultiger als ein Zoe oder ein Clio und geräumiger als ein Smart. Und damit für mich sehr verständlich, dass in Deutschland im ersten Halbjahr dieses Auto das meistgekaufte Elektroauto war. Ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen. Wenn ja, dann liked unbedingt dieses Video, abonniert meinen Kanal und seid auch nächstes Mal wieder dabei. Bis dahin, euer Diesel Dad.